Jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Eigentlich mein Verlängerungskabel. Ich glaube, das hat ungefähr. Ich brauche nämlich noch eins. Das sieht schon echt nicht sicher aus, ne? Dieses Kabel. Scheiße. Das benutze ich lieber nicht. Wenn man versucht, Verlängerungskabel hat nämlich auch mehr Geld damit bekommen, glaube ich. Da eigentlich nicht so gut, dass ihr alles sehen könnt, oder? Doch, so geht's, glaube ich. Mein Lappen, mein Eimer ist da, mein Lappen ist hier. Auswaschen. Können wir auch mal gießen kurz, dann haben wir das auch gemacht. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment noch.
ihr da wieder rausgekommen aus eurem Bettchen? Und scheiß Wetter, ne? Ja, habt ihr auch keinen Bock drauf, ne? Ja, ich gehe gleich ein bisschen mit euch spielen, ne? Gleich ziehe ich mich einmal um. Wenn ich fertig bin, dann gehe ich zu den Hunden, dann spielen wir ein bisschen. Aber erstmal würde ich gerne hier fertig werden. Ich muss auch noch oben, muss ich auch noch einmal alles machen. Und das Badezimmer und das Schlafzimmer muss ich alles noch einmal wischen, bevor ich zu den Hunden gehe. Und dann ist es auch schon Abend. Vielleicht dusche ich dann noch mal, einmal gucken. Und wollte eigentlich nicht, weil mir ist mega kalt heute. Aber nach dem Putzen, glaube ich, ist das ganz gut. Noch mal Fenster putzen jetzt auf. Dann kommen die Hunde, machen wir nachher oder irgendwann anders. Erstmal lassen wir das. Hier stand da eigentlich soweit ganz gut. Lassen wir euch da mal stehen. Geld, alte Dinger. Jetzt werde ich wahrscheinlich ab und zu mal aus dem Bild gehen. I'm sorry, aber das kann ich jetzt gerade nicht ändern, weil ich nicht immer euch umdrehen kann. Das nimmt mir zu viel Zeit weg. Da sind die Flecken eigentlich von draußen oder von drin? Okay. Hier sind ja noch die ganzen Steine, die wir für die Gebetskette machen wollten. Aber da sagt mein Mann, ich soll noch mehr Steine suchen. Das reicht nicht, meint er. Jetzt werde ich die erstmal, hier hin. Die sehen ja eigentlich ganz schön aus. So. Kleingeld, ne? Ich hasse dieses ganze Kleingeld, ehrlich. Ein Liter, zwei Liter. Komm gleich wieder. Ja. Geht in euer Haus, warum liegt ihr da? Mensch.
Fernbedienung für diesen Fernseher. Werde ich jetzt aber einmal erstmal wieder zumachen. Immer an die Tür, sonst verliere ich ihn nämlich. Und das werde ich immer machen, wenn ich wieder da. Mein Kaffeeglas, ich wollte eigentlich Kaffee trinken noch, habe ich auch wieder nicht gemacht, jetzt ist es zu spät, ist bestimmt schon 5:30 oder so. Fernbedienung für die Klimaanlage, natürlich auch mal dahin, damit es nicht verloren geht. Kaugummi, Fallen mag ich gar nicht. Kennt ihr dieses türkische Kaugummi? Ich mag es überhaupt nicht. Ich finde, das schmeckt einfach nach nichts. Und das ist ja auch das Ding dabei. Aber trotzdem, es nach nichts schmeckt, hat es so einen fiesen Eigengeschmack. Mag ich gar nicht gerne. Ja. Mein Mann aber, der kauft sich das immer. Und bei mir muss Kaugummi nach Pfefferminz schmecken. Keine Ahnung. So. Gut. Weiter wischen und dann bin ich gleich fertig und gehe dann in die Schlafzimmer. Und dann gleich zu den Hunden. Solange die Hunde nicht da sind, werde ich einmal kurz versuchen zu wischen, die Fenster.
nur noch mal ganz schnell. Einmal. Werde ich hier noch mal eben die unteren Dinger wischen hier. Also ich brauche aber einen anderen Lappen. Regen gleich jeden Moment. Ich muss unbedingt aufpassen, weil meine Wäsche, die hängt noch und die ist bestimmt fast trocken. Aber noch nicht ganz leider. Okay.
Nee, ich muss wischen hier im Wohnzimmer. Gut. Ein Problem weniger. Jetzt sind die Schlafzimmer dran. Und bevor aber noch einmal hier alles wieder hinlegen. Pascha frisst schon wieder den Tisch. Also. So. Gut. Pascha! Nein! Nein! Pascha! Nein! Er hört! Der Hund hört! Die rote Decke habe ich keinen Bock mehr drauf zu tun, weil die ist andauernd verrutscht, das Ding. Da habe ich keinen Nerv mehr für. So, jetzt die Teppiche. Einmal den. Pascha! Nein? Ja, wir haben Zuschauer. Zuschauer haben wir. Zwei Kangal-Hunde. Ne? Ja, der ist hier süß. Ja. So, das könnte es auch wieder da drauf. So. Da, guckt ihr mal zu, ne? Guckt ihr uns zu? Ja. Machen. Ich spiele gleich mit den Hunden. Schlafzimmer sind noch drin, sonst komme ich hier wäre ich ja gar nicht fertig. Es wird gleich dunkel und dann ist dumm, weil dann höre ich auf. Habe ich keine Lust mehr im Dunkeln. So. Gut, also einmal ein Schlafzimmer und hier würde ich einmal gerne das Badezimmer sauber machen. Das Licht an und auf. So, mal den ganzen Kram raus hier, die ganzen Decken und Wäsche, das muss gewaschen werden. So, und dann brauche ich einen Lappen und ich brauche mein Zeug zum Wischen. Das hole ich mal eben aus dem anderen Zimmer, weil das habe ich hier alles. So, einmal das. Hier habe ich nämlich alles schon gewischt. Hier ist alles sauber. Und nehme ich nochmal. Obwohl, ich habe da das andere Spray, weil das hier ist mit Chlor. Und dann mache ich mir meine ganzen Klamotten jetzt weiß. Das will ja auch keiner. So. Also einmal jetzt hier wischen mit dem anderen Spülmittel bzw. mit dem anderen. Wo ist denn das hin, bitteschön? Hä? Da steht doch hier immer. Was habe ich denn damit gemacht? Ach Mann, ich habe doch noch so ein Spray gehabt. Ah, das habe ich glaube ich oben im anderen Zimmer,
im Obergeschoss. Müssen wir einmal hoch und das holen. Da hatten wir ja auch sauber gemacht, bevor mein Mann gekommen ist. Genau. So haben wir das gemacht. Ne? Sag mal, ist das jetzt hier richtig dunkel oder was? Es geht noch. Es geht. Hier machen wir auch gleich sauber. Hier habe ich gebügelt. Gestern und vorgestern. Und hier ist das. Nee, gestern. Hier ist das Spray. Das habe ich gesucht. Und dann einmal da sauber machen. Das Badezimmer. Und morgen geht es dann weiter, inshallah, mit Wäsche waschen, weil das hat es auch nötig. So. Ist eigentlich nicht dreckig. Wir haben hier nicht so oft benutzt, aber wir benutzen das nicht so oft, weil dieses, weil das so lange dauert, bis das warme Wasser hier kommt. Deswegen benutzen wir das nicht so oft, aber verkalkt natürlich trotzdem schon durch das kalkhaltige Wasser hier. Ist auch schon eine Woche her, dass ich hier gewischt habe. Deswegen kann es das vertragen. So. Natürlich nicht der gleiche Lappen wie in der Küche, ne? Und im Wohnzimmer nicht, dass da jemand denkt, ich wische mit den gleichen Lappen. Nein, das sind meine Badezimmerlappen. Und da die immer mit Chlor in Berührung kommen. Eben auch das andere Badezimmer nicht mit Chlor gewaschen, als ich geduscht habe. Habe ich da einmal mit Chlor alles durchgewischt. Das mache ich immer gerne, weil dann besteht die Gefahr nicht, dass meine Klamotten dreckig werden oder sich verfärben. So, einmal noch die Toilette, die auch sauber ist, weil man sie fast gar nicht benutzt. Ne? Wir benutzen diese Toilette auch eigentlich. Also ich nie, mein Mann nur ab und zu mal. Einmal durchmischen, das reicht. Einige Menschen benutzen ja auch andere Lappen, also für einmal für die Toilette und einmal für die Dusche. Das mache ich nicht. Ein Lappen für alles. So, jetzt werde ich gerade anrufen. Einen Moment. Ich habe leider eine schlimme Nachricht bekommen von zu Hause. Ich bin im Moment nicht so ganz ansprechbar, aber ich werde mich versuchen, jetzt ein bisschen abzulenken und weiter das Putzen, weil hat ja keinen Zweck, sich irgendwo in der Ecke zu vergraben. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich lasse die Kamera einfach mitlaufen, aber es ist leider ein Unfall passiert und nicht zu fassen, ja.
Wäsche ist getrocknet. Das ist der Abendhimmel. Hunde kloppen sich unten. Ich werde jetzt hier einmal durchwischen und muss mir eben meinen Mopp holen.
Auch unbedingt mal wieder sauber machen, sind auch alle richtig dreckig, also schwarz. So. Das vorne ist zum Beispiel eigentlich schon fertig. Ein Handtuch hinten hier. Und dann hier werde ich auch noch einmal wischen, überall. Da kann aus. Hier überall an. Und dann Fernbedienung kommt wieder rein. Mal wischen. Und dann gehe ich noch nach oben, mache da auch noch einmal. Unten habe ich Futter gegeben. Ich habe einfach eine Schüssel hingestellt mit Trockenfutter. Mal gucken, ob wir das essen. Die mache ich nicht so gründlich, weil die ist sauber. Hier habe ich ja ständig gewischt und gemacht und getan. Das habe ich ja letztes Mal erst gemacht, als der Klimaanlagentyp kam. Aber einmal noch durchwischen hier. So.
erstmal noch einmal hier. Wir verabschieden uns heute wieder auf meinem Sofa. Ich habe einen Tee getrunken und ein trockenes Brot gegessen. Und zwar das Brot, dieses Feinbrot, was wir bei dem Bäcker gekauft hatten, schmeckt wirklich richtig gut. Das hat so einen, es hat so einen würzigen Beigeschmack. Ich weiß gar nicht, was das für ein Geschmack ist, aber irgendein Gewürz ist da drin, was wirklich richtig gut schmeckt. Und es ist zwar gut durchgebacken, so wie die Türken das auch mögen, aber trotzdem finde ich, hat es noch so einen weichen Touch innen drin. Das gefällt mir gut, sodass man es auch gut trocken essen kann. Ich war ja heute nicht einkaufen und habe daher mein Burgerbrot nicht gekauft, sonst hätte ich das jetzt gegessen. Aber ich bin sowieso dabei, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass ich mir das abgewöhne, weil das ja natürlich auch alles mit Zucker drin ist. Ne? Das ist ja auch mega ungesund, das meiste Zeug. Naja, jedenfalls heute ist für mich Schluss. Es war ein nicht so schöner Nachmittag, weil, wie gesagt, ich eine wirklich keine schöne Nachricht aus Deutschland von der Familie bekommen habe. Ich habe da auch noch, weiterhin bin ich hier noch im Ungewissen. Ich hoffe, inshallah, dass alles gut ausgeht. Aber ich bin mega müde. Ich habe die letzte Nacht kaum geschlafen und insofern werde ich sicher nicht alt werden. Es müsste so 9 Uhr sein. Ich trinke noch einen Hagebuttentee jetzt, weil das so schön warm ist. Trinke ich immer 2 jetzt jeden Abend mit meinem Mann zusammen. Er trinkt auch meistens einen. Oft trinkt er aber auch schwarzen Tee und ich trinke dann immer Hagebuttentee immer, weil schwarzen Tee abends trinke ich nicht, sonst kann ich nicht schlafen. Und diese Hagebutte, ich weiß nicht warum, sie schmeckt mir. Wir haben ja jetzt auch vom Lipton den Hagebuttentee gekauft bei Metro und der schmeckt auch. Also am Anfang mochte ich das nicht so gern. Es war nicht so kräftig und lecker im Geschmack wie der günstige, den wir letztes Mal von Metro gekauft hatten. Aber den habe ich auch mitgenommen letztes Mal, als wir da waren. Aber mein Mann wollte auch Lipton. Hagebuttentee, den haben wir jetzt fast ausgetrunken. Wir haben noch 2 Tüten und einen mache ich mir jetzt noch. Und natürlich hat Hagebuttentee so, es ist so eine Erinnerung, eine richtig negative Erinnerung aus der Kindheit, wenn ich Hagebuttentee trinke. Viele von euch waren ja auch, wie ich, auf Klassenreise früher und man musste ja, und dort standen ja immer diese Metall-Teekannen, wo Hagebuttentee drin war. Meistens warm, aber auch kalter Hagebuttentee. Und ich, wenn ich Hagebuttentee trinke, denke ich immer an diese Klassenreisen zurück. Und ihr müsst wissen, ich hasse Klassenreisen oder ich habe sie richtig gehasst. Ich mochte es überhaupt nicht. Und auch nochmal ein tolles Videothema vielleicht, warum ich eigentlich nicht gerne zur Klassenreise gegangen bin. Denn dafür gibt es eigentlich gar nicht so einen richtigen Grund. Und das erinnert mich immer noch. Ne? Jedes Mal, wenn ich Hagebuttentee trinke, ist im Hinterkopf Klassenreise und ich kriege jetzt schon wieder Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, weil ich habe wirklich Bauchschmerzen bekommen, wenn ich auf Klassenreise gehen musste. Ich wollte wirklich gar nicht. Naja, aber trotzdem, ich habe mich daran gewöhnt und Hagebutte ist ja mega gesund. Ich hatte ja vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir ja auch auf dem Dorf ganz viel Hagebuttenmarmelade gemacht. Davon habe ich immer noch 2 Gläser, glaube ich, auf dem Schrank im Dorf stehen. Ja, mein Lieben, aber heute möchte ich mich von euch verabschieden. Ich gucke jetzt gerade Markus Lanz. Der hat ja auch immer ein paar interessante Gäste, wie ich finde. Und da gucke ich mir jetzt gerade eine Folge von an. Ich habe mir Bambaschka Bili angeguckt eben. Und da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Das ist ja jetzt auch, Bambaschka ist im Finale, also der letzte Teil, Nummer 16. Das reicht auch. Und ich habe jetzt länger nicht geguckt. Wir gucken ja immer Drillisch Ertrul, also diese Kampf Serie aus dem 13. Jahrhundert. Und ich habe jetzt überhaupt nicht mehr geguckt seit ein paar... was ist das denn? Ist mein... ich gucke gerade, da hinten hängt da das Band irgendwie nicht mehr ganz an der Seite, sondern irgendwie so in der Mitte. Oder guck mir das so vor.
irgendwie hängt das doch jetzt weiter da, ne? Das war doch immer ganz an der Seite. Ist das irgendwie kaputt gegangen? Naja, gucken wir uns morgen an. Ich verabschiede mich jetzt ganz herzlich. Wie gesagt, ich gucke noch ein bisschen. Und dann werde ich auch ins Bett gehen. Und ich hoffe, dass ich gute Nachrichten aus Deutschland bekomme. Inshallah. Viel Spaß noch bei allem, was ihr vorhabt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.